Leute, jetzt müssen wir uns natürlich um meinen Unterschlupf kümmern, denn man kann ja nicht die ganze Zeit durch die Gegend laufen. Irgendwann wird man auch mal müde und man muss auch schlafen und sich verstecken vor den bösen Kreaturen, die hier überall sind. Und dafür gibt es mehrere gute Möglichkeiten, im eigenen Garten einen Unterschlupf zu finden. Ihr sagt jetzt natürlich, du könntest ja einfach in dein Haus gehen. Aber nein, das brauchen wir nicht. Wir brauchen sowas wie ein Haus nicht. Ich brauche jedenfalls keins. Ich habe auch keins, aber wir brauchen auch keins. Ich sage euch jetzt zum Beispiel eine gute Alternative zu einem Haus, wo man sich super verstecken kann und auch einfach leben kann. Ja, und zwar sind es diese Dinger hier. Wenn ihr die nicht im Garten habt, dann habt ihr sie nicht im Garten. Perfekt, aber ich habe sie im Garten und deswegen kann ich mich darunter super verstecken. Ich nehme ungefähr das Prinzip, was eine Schildkröte macht. Wir legen unser Schwert weg, denn ich brauche beide Hände frei. So, wir nehmen uns einen von diesen super Kasten, entfernen das Wasser und das Wasser ist nass und nass ist nicht gut. Und dann gucken wir mal rein. Ach, scheiße. Ich habe jetzt ein bisschen was auf mich drauf gekleckert, aber das ist jetzt, ist nicht so schlimm, ist ja nicht so viel. Auf jeden Fall haben wir hier jetzt diese Schutzeinrichtung. Die müssen wir über uns rüber stülpen und uns wie eine Schildkröte verstecken. Ich kann euch mal zeigen, wie das Ganze funktioniert. Wir nehmen dieses Ding, setzen uns das auf den Kopf und dann versinke ich im Boden wie eine Schildkröte und bin unsichtbar. Seht ihr? Und nun kann mich niemand mehr finden. Perfekt! So Leute, ich bin jetzt hier in meinem Supi-Dupi-Dschungel-Auto auf dem Weg zur nächsten Möglichkeit, wo man so übernachten kann in seinem eigenen Garten. Ich habe meinen Captain Shark-Gestell vorne verstaut, damit es nicht runterfällt. Was ist das? Leute, wir haben hier einen seltenen Fall von einem Monster gefunden. Dieses Monster könnte dafür sorgen, dass wir sterben. Scheiße, Mann. Scheiße, ich habe Angst. Scheiße, ich kann es nicht aufhalten! Leute, ich kann es nicht aufhalten! Ja! Ich war in den Sicherungsgraben. Perfekt. Und hier verstecke ich mich jetzt, bis das Monster vorübergegangen ist. Ah, da, perfekt. Ich habe was gefunden, wo ich mich drunter verschanzen kann. Wie eine Schildkröte. Okay, da sind Schnecken drin. Ich lasse das mal lieber. Ich verschanze mich einfach unter meinem Hut. Leute, okay, ich habe hier die nächste Möglichkeit gefunden, wo man übernachten kann in seinem eigenen Garten. Ja, ich musste mein Supi-Dupi-Dschungel-Auto erstmal im Graben lassen. Vielleicht holen wir das später raus. Aber hier ist eine gute Möglichkeit zu übernachten. Innen drin sagen jetzt manche, aber das ist so auffällig. Denn Tiere sind schlau. Tiere sind schlauer als ich und Tiere wissen, dass ich da drinnen bin. Deshalb verschanze ich mich da oben. Das tut keiner erwarten. Man könnte meinen, ist ja gar nicht so toll da. Aber ich habe eine schöne große Fläche, kann mich da hinlegen. Das wird super, aber wir müssen doch da hochkommen. Ich habe mir erst überlegt, dass man hier hochklettert, aber leider war irgendwer doof und hat das aufmachen lassen. Und wenn es aufgeht, kann ich ja nicht hochklettern. Aber wir schauen mal um das Ding herum und vielleicht finden wir ja eine andere Möglichkeit, wo ich klettern kann. Wir versuchen es mal. Vielleicht könnte ich hier hochklettern, aber es sieht nicht so stabil aus. Also gehen wir weiter gucken. Oh Leute, ich habe was gefunden. Dieses Stahlgerüst hier sollte dafür sorgen können, dass ich hochklettern kann. Okay, mein Captain Shark gestellt werde ich schon mal hier lassen. Denn das Ding ist heute, wenn ich angegriffen werde da oben, bin ich sowieso tot. Also lasse ich es hier, damit Leute es finden können, bei eBay verkaufen können, weil ich habe es angefasst und deswegen ist es bestimmt eine Milliarden Euro wert. Okay, wir werden jetzt mal versuchen, hier hochzuklettern. Leute, macht das übrigens nicht zu Hause nach. Ach nee, macht das natürlich in eurem Garten nach. So könnt ihr überleben. Okay, perfekt. Wir versuchen das mal. Sieht sicher aus, oder? Ist es auch. Perfekt, Leute, ich bin jetzt hier oben. Energie für 15 Tage, oder? Okay, perfekt. Leute, jetzt sind wir hier oben und hier konnte ich jetzt natürlich übernachten. Aber wie ihr am Himmel seht, ist es noch nicht dunkel. Und ich habe euch noch einige Tipps zu geben. Das heißt, ich muss hier wieder runterkommen. Die einzige Möglichkeit ist da oder hier runterspringen. Runterspringen ist cooler, ich spring runter. Okay. Übrigens, das Dach ist null sicher, weil es besteht aus ungefähr so dicken Blech. Das heißt, es bricht wahrscheinlich einfach durch. Die Stelle hier sieht gut aus, und da springe ich jetzt wieder natürlich hin wie eine Pussy. Oh, meine Hose ist ein bisschen dreckig. Naja, egal. Leute, wir versuchen jetzt nochmal da zu springen. Und ich zeige euch natürlich die richtige Technik, um runterzuspringen, denn es ist ziemlich hoch hier. Und als Sinn ist extrem, 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 weiß ich natürlich, wie man hier runterspringen kann, ohne dass es allzu gefährlich ist. Okay, ihr wackelt mit dem Bein, dann mit den Armen und dann wieder auf damit. Dann macht ihr es nochmal. Wieder auf damit. Dann macht ihr es nochmal. Und dann hört er wieder auf damit. Okay, perfekt, jetzt haben wir uns vorbereitet auf den Sprung. Jetzt müssen wir landen. Landet mit beiden gleichzeitig, damit euch die nicht brechen. Okay, perfekt. Und schön gerade landen, so dass euer Körper das ganze Gewicht abprallen muss. Perfekt. Ich versuche das jetzt einfach mal. Ah!
Oh, perfekt. Es war ein bisschen rutschig und vielleicht bin ich ein bisschen dreckig, aber ich bin wieder unten. So, das war's mit dieser Folge von Wildnis Extrem. Wie es weitergeht, seht ihr dann in der nächsten Folge.